Hallöchen, meine sehr verehrten Leute, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered mit mir, dem Zahle. Ich stehe hier vor diesem formschönen Dingenskirchen-Kapseldingens, in das man sich reinsetzen kann. Wenn man nicht so groß ist wie ein verdammter Big Daddy. Ich stelle gerade fest, wir sind ja ganz schön gut ausgestattet. Eigentlich ist es gar nicht so lange her. Ich habe erst gestern auf die Aufnahme beendet. Mit Folge 6 habe ich die ersten 6 Folgen gemacht. Und mache heute so mal ein bisschen weiter und weiß ja schon fast gar nicht, was zu tun ist. Stimmt so nicht ganz. Ich weiß, wir müssen... Ach, da ist er eh schon. Genau, wir müssen nämlich den hier ausrauben. Haben da aber hier und da vermutlich Feindesquellen. Mein Problem ist gerade, ich habe im Kopf jetzt im Moment so, ja, hier könnten sie noch rauskommen. Da habe ich ein bisschen so Verwirrung, was die Steuerung angeht. Ich bin da noch nicht ganz dabei. Ich bin da wirklich noch nicht ganz dabei. Muss ich mal jetzt einfach so zugeben. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Und ja, das Geschütz erfüllt seinen Zweck. Was? Wie? Die schießen durch. Die Dinger durch. Lass dir bitte mal schön unser Geschütz in Ruhe. Die schießen gar nicht durch die Dinger durch, sondern eher daneben, Mann. Leider haben wir noch keine Incendiary-Geschichten, also keine Flammen. Denn hier unten überall hätten wir eigentlich ganz schön, ganz schön am Boden die ganzen Pfützen. Nein. Ganzen Pfützen mit dem entzündlichen Zeug. So. Schau mal, siehst du, jetzt ist das ganze Zeug verschossen. Ist das ganze Zeug verschossen. Ich hab's ja in den letzten Folgen, das ist ganz schön laut, aber das Spiel, ne? Ich hab in den letzten Folgen, habe ich schon gesagt, dass das, da war doch gerade noch so eine Kiste. Da lag doch gerade noch eine. Verschwinden die hier? Sag bloß, die dürfen aber nicht verschwinden. Die dürfen schon verschwinden, aber nicht so schnell. Aber nicht so schnell. Den haben wir noch nicht. Doch. Boah, da waren wesentlich mehr Feinde. Mann. Mann. Oh Mann. Die ganzen Kisten. So, die kleine aufheben mit B wieder, oder? Nee, mit F. Hi, ich bin der beste Daddy. Okay, alter Junge, wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Was ist denn das für eine Stimme, Mann? Was ist das? Ist das nicht irgendwie die Stimme von... Naja, von irgendeinem bekannten Schauspieler. Ist es nicht irgendwie die Stimme von Johnny Depp oder so? Und ich muss jetzt an dieses blöde Lied denken, echt. Also... Ich singe es besser nicht vor. Es ist ein sehr, sehr schlimmes Lied. Wirklich. Lam wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Sinclair. Kollektivistin.
Kreml, okay. Okay. Wow. Oder Treibstoff, einfach so liegt er da. We will be reborn. Wir werden wiedergeboren werden. Ich dachte schon, da sitzt einer. Deswegen bin ich da jetzt kurz so regungslos stehen geblieben. Da sitzt auch einer, aber kein echter Mensch. Aber kein echter Mensch. Ganz schön viel Bordertreibstoff, muss ich mal so anmerken. Rapture ist ein Paradies des Egos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor, es ist an uns, das zu beantworten. Wow, oh, wow, oh, bitte sterben Sie schneller, Freundchen. Das habe ich nicht ganz aufgegeben. Jetzt habe ich das Finale verpasst. Von ihrem Text. Ihres Monologs. Seht ihr? Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Wir behalten, was uns gehört. Was gehört euch? Was gehört euch? An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Ist das... An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Das kennen wir. Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber die Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Oh, echt, haben wir auch die schon voll? Wow. Wow, echt, so viele Nieten. Hier sind einfach so viele Nieten. Schwere Niete, Fallniete, Niete. Das ist halt nicht wirklich viel, was wir da tragen können. Ich hätte, ja, ich hätte das Hacking-Tool hätte ich gerne weiter oben. Na. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter. Warum? Warum? Zack. Zack. Ba-ba-ba-bau. Klack. Ba-ba-ba-bau. Fallniete für 32, 6 Stück. Möchte ich eigentlich nicht. Antipersonen. Kaufe mal davon eins und davon eins. Hackepfeil haben wir. 200 an. Nee. Na, okay. Eins. Aber das war's auch schon. Aber das war's auch schon.
Natürlich auch geil, wie der Big Daddy einhändig nachlädt. Hier. Na. Wo bist du? Das ist wahrscheinlich hier der eine, den wir schon kaputt gemacht haben. Ja, naja, das ist hier auch die Treppe. Ah, guck mal, da ist er jetzt, der zweite. Was ist dieses Geräusch, Mann? So laut. Ich bin voll erschrocken. Das hatten wir davor schon. Das kam schon mal. Ganz schon laut, dieses Klopfen. Oh. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Da müssen wir hin. Nur fürs Personal. Kartoffelchips. Nehmen wir alles mit. Kuchen mit Cremefüllung. Cola. Da haben wir schon gelernt, oder rausgefunden, besser gesagt, dass die Cola für unser Mana oder für unser Eve zuständig ist. Steigert ein bisschen. An der Oberfläche verfolgen eure Eltern ihre privaten Pläne und setzen ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Oh. Moment mal. Okay, hier ist Ende. Alles klar. Dann gehen wir kurz da rein und dann gehen wir dahin, wohin wir gehen müssen. Oh, guck mal. Da können wir gleich unsere Waffe aufbessern. Ja, Mann. Machen wir das. Ja, wir sehen gleich, was mit welcher wir das machen wollen. Was? Nieten voll? Aber ganz schön wow, der hat sich aber ganz schön schnell erholt, ne? So und zack, zack. Ach guck mal, ein blaues haben wir auch, zack. Extra Geld, genau. So, müssen wir nicht jedes Mal lesen. Oh. Auto-Hack-Pfeil. Hier geht es wahrscheinlich einfach nur wieder raus, irgendwo dahin, wohin wir müssen. Letzten Endes. Hier ist das Ende. Sind wir. What the fuck? Ah, nee. What? Disease. Da waren wir doch gar nicht. Jesus. Ah, nee, wir kamen ja hier. Von da kamen wir. Okay, Moment mal. Moment mal. Ja, ja, geh nochmal schnell auf. Wir kamen von hier. Das ist ja einfach nur so ein Rundgang, oder was? Wir kamen von da. Und kämen, dann ist das aber hier ein neuer Bereich. Wahrscheinlich aber auch Teil des Bereichs, in den wir dann auch gleich laufen müssen, da wo unser Ziel ist. So. Ne, da noch nicht. Erstmal hier gucken. Verkaufsautomat. Der wird erstmal gehackt. Hack. Hack. Hack der Peter. So, Verbandskasten 4 von 5.
Nee, Verbandskasten fühle ich mich gerade wirklich recht gut bedient, ehrlich gesagt, im Spiel. Ladestreifengröße bin ich. Der MG-Schaden. Reduktion des Rückstoßes. Komm, wir machen mal nochmal hier. Nietenpistole. Alte Spielzeit, neue Spielzeit. Aha. Können wir schon mal mehr tragen. 50, 6, 66. Wow. Also 66 im Moment. Moment mal, wir gucken mal im Automaten, wie viel wir eigentlich tragen dürfen. Insgesamt 72. Aha, siehst du? Aber. Nee. Wär erstmal nichts. Da kaufen wir erstmal nichts. Keine 50er Kugel gekauft. Ja, genau, eine Kamera. Zack. Ach, da gab es zwei blaue. Ah, ich verstehe schon. Ja. System kapiert. So mehr oder weniger. Mach den Kleinen mal fertig. Denn er wollte mich fertig machen. Sehr schön. Danke euch. Ihr seid sehr nette Roboter. Zack. Wo müssen wir denn dann? Hier, das kennen wir noch nicht auf jeden Fall. Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Die haben ihn ganz schön übel zugerichtet. Die Puppe, die Ryan-Puppe. Also ganz schön sozialkritisch, ne? Also finde ich richtig gut. Also hier diese Parallelen und so weiter, das ist ja. Das kennen wir aus dem ersten Teil. Das Lied kam nämlich immer, wenn man das Spiel gestartet hat. Also irgendwie beim Spielehersteller sozusagen. Da bei dem Screen, so ein Anfangsscreen. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor. Wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Also müssen wir doch wieder zurück. Wieder durch dieses Räumchen da, wo wir die Waffe upgradet haben. Also gleich links. Und dann gleich nochmal rechts und dann durch und wieder raus. Und sozusagen zurück diesen Weg, den wir jetzt davor gegangen sind. Statt dem hier, den wir dann gewählt haben. So, genau hier. Oh. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Wer ist ihres?
Ich habe jetzt Escape gedrückt, weil wir rechts unten hier mal sehen, wie viel Adam wir haben. Es ist 80. Oder hier sehen wir es ja immer noch nicht. Nee. Haben sie nicht eingeführt. Haben sie nicht eingeführt. Den hacken wir nochmal schnell. Zack. 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 Jetzt habe ich halt echt einen Ohrwurm gerade. Nämlich dieses Lied von gerade eben. Dieses Opernhafte. Die Puppenwerkstatt. Gut, dass ich keine Angst vor Puppen habe. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass wir einen Fernseher durchsuchen können. Wirklich gar nicht. Grün. 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 Nein! Da wäre noch blau gewesen. Ah, muss ich besser drauf achten. Ich wollte es jetzt schnell durchhaben. Bringt natürlich nichts, wenn wir halt hätten grün haben können. Blau. Blau. Es war blau. Ist es jetzt echt so ein Act, da jetzt an das erste Dingens zu kommen? Und schon abgefahren. Also halt nicht einfach nur ein Dingsautomat, also ein Gatherer's Garden, sondern halt richtig, ein richtiger Act irgendwie. Oh, das geht ja richtig langsam. Blau. So. Nein, 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 nein. Ich will doch Eve umsonst kriegen. Irgendwas mitnehmen, ne. Ich weiß, dass die Folge schon wieder fast... Das ist so krass bei dem Spiel. Ich sag's halt immer wieder. Seit dem ersten Teil. Ich weiß, dass die Folge schon wieder fast vorbei ist, aber was sollst du machen? Oh, wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Erde-Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Ziel abgeschlossen. Gehe zum Sister-Lüftungsschacht. Ein Verbandskasten, den wir nicht tragen können. Was? Ja, komm, machen wir das halt so. Lüftungsschacht. Was ist das? Little Sisters Lüftungsschacht. Mit Hilfe von Lüftungsschächten bewegen sich die Little Sisters auch ohne ihre Big Daddies sicher durch Rapture. Bringe eine adoptierte Little Sister zu einem Lüftungsschacht und du stehst vor der Wahl, ob du sie retten und somit von ihrem Adam hervorgerufenen Wahnsinn befreien willst oder ob du sie ausbeutest und ihr kostbares Adam an dich nimmst. Little Sisters überleben die Ausbeutung nicht. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber es wird sich für dich lohnen. Das hat sich nämlich auch im ersten Teil schon gelohnt. Und wenn man eine Little Sister, die zweimal gesammelt hat, kann dich zum nächsten Lüftungsschacht führen. Halte er, um sie darum zu bitten. Retten. Rette. Wir werden sie immer retten. Kleines. Alles ist gut. Ziel abgeschlossen. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Halt die Klappe, Sinclair. Neues Ziel. Kauf das Abfackelplasmid in der Hall of Future. Das machen wir. In der Future. nämlich morgen. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, denn das freut mich immer sehr. Ich bin der Zahle. Wir sehen uns morgen. Ciao und Servus.